scheinbar panzersicheres Glas. Da kann ich nicht drauf schießen. Okay. Hey, cool. Was ist das? Painting oder was? Was gibt's noch hier? Oh, was ist das? The cake is a lie. The cake is a lie. Krrr. Niederkommen. Michael. Tasty. Mm. Ja. Hier sind die Striche von den... Also er hat die Kuchenstriche gezählt hier und dann dachte er, es wäre eine Lüge und das hier ist ein Pewball. Hello, can I help you? Ja. A trusted friend in science. Okay. So, da gehen wir mal raus. Über mal unseren Lieblingsball hier als Freund. Wie war das am gleichen? Ach ja, genau. Huch! Ach, das ist aber lieb. So, wo geht das jetzt lang? Wo sind wir eigentlich? Schnell! Nein! Oh, wow, wow. Holy moly, das war knapp. Wir sind hier zum Glück nicht. Was soll Bang. Das? Ich verzeihe dir. Nicht. So, ja, hier hat es scheinbar schon einige Einschusslöcher. Und die Musik ist auch mega geil. Da haben die sich echt eine geile Musik einfallen lassen, die Scientologen. Nein, ich. Wow. Scheiße! Verdammt! Ja, hätte ja auch klappen können. Ja. Huch. Ich sehe dich auch. Nein. So, der ist da vorne, da kommen wir wahrscheinlich so dran. Ohne dass er auf uns schießt. Ja, wohl. Ich will runter. Nein, willst du? Hoch. Dann machen wir das halt so. Schießen da noch einen Kubus drauf. Oder einfach ein Radio. Ey, ja, das geht. Hier ist übrigens auch eine Hand. Ah, also durch Draht kann ich scheinbar durchschießen. Wow! Ja, ne? Machen wir das dann einfach so. Springen! Ja, ich sollte es irgendwie vielleicht nicht so. Ich sollte es vielleicht so schmeißen, dass die mich nicht sofort angreifen können. Nicht. Sehr gut, Android. Oh. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Oh. Finde ich interessant. Ich dachte, die wollten mich gar nicht mehr anlügen. Hm. Merkwürdig, merkwürdig, das Ganze. Die Kameras, die. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1.
Ach ja, der liebe Herzkubus. Der gewichtete Begleiter Kubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Mein lieber Kubus, der mich begleitet. Ey, spring! Spring! Jetzt bin ich größtwahnsinnig. Wow. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Ja. Ach, verdammt. So. So, jetzt können wir in Ruhe zurückgehen. So, was gibt's hier? Ach ja, und unser schöner Freund muss natürlich die Rübe hinhalten. So. So, geht das eventuell? Ich weiß es noch nicht. Ah, nee, glaube ich noch nicht. Oder da? Doch, es müsste, glaube ich, sogar gehen. Muss ich hin. Ja, so geht das natürlich nicht, wenn ich irgendwo anders hinschieße. Ah, cool. Es hat geklappt. So. Du kommst mit, Monsieur. Ja. Da will ich nochmal reingucken, was da so abgeht. Ey. Ich will da rein. Wow. Oh, wie süß. Wow, die ist ganz schön sexy, nicht wahr? Mhm. Ach, ein liebes Angebot. Ich liebe ihn auch so. Wo muss ich jetzt lang? Wie lang? So, ich nehme einfach den Kubus hier. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Ja. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Warum das? Warum dies? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ach, wie war das? Guck mal. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich bin verzweifelt. Ja, da muss man irgendwie... ne? Gucken wir nochmal hier. Vielleicht kommen wir ja von der anderen Seite dran. Nein, das ist nicht der Fall. Also da muss ich dann wahrscheinlich den Kubus draufstellen. Und hier muss ich so ein Geschoss hinlegen. Ist dann da? Glaube ich, dann müssten wir den einen, das eine, glaube ich, nehmen. Oder wo ist das? Nee, da kommen wir, glaube ich, gleich hin. Schießt das Ding noch? Ich hoffe nicht mehr. Sonst bin ich jetzt fertig. Nö, scheinbar schießt nur das. Dann laufen wir mal wieder zurück. Ich hoffe, das geht so, wie ich das vorhab. Ich weiß es noch nicht. So, dann schießt das da raus. Ja. Oh. Ja, der Kubus kommt auch dann da oben hin. Denke ich zumindest. So, dass ich mich da schön draufstelle und mich opfere quasi. Genau so. Und unseren Kubus nehmen wir natürlich wieder mit. Denn er ist unser Freund. Und wir müssen ihn beschützen. Er darf nicht verloren gehen. Unser ach so lieber Freund, der Kubus.
Los, spring! Oh, verdammt. Ich will den mitnehmen. Oh, da hat er mich beinahe geschlagen. Ja, hier bin ich halt. Jump the fuck up! Spring! So, nehmen wir den Kubus natürlich mit. Der darf ja nicht alleine bleiben. So. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Nein, ich will nicht. Wir sollen doch nicht sterben. Ach, komm her. Nein, nein, wir sind so. Wir sind so dreist mit unseren Freunden. Wirf ihn hinein. Los, spring. Opfere dich für mich. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich mochte den auch nicht besonders. Er war mir nicht sympathisch. Er hat mir zu viel gequatscht, sagen wir so. Aperture Laboratories. Ladedaten. So. Hinein geht's in den Schlaf. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Ja, ist doch gut. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Oh, cool. Ich werde gebacken. Wo bin ich hier? Wo geht's hier lang? Ja, hier sind wieder schon. Not never. No. Kurt is not the absence of fear. Ja, okay, was auch immer. Ey. Boah, hier oben. Ich weiß gar nicht, ob hier oben noch was ist. Ich geh mal gucken. Lauf, krieg ich da durch. So. Ey, sag mal, kannst du nicht über Treppen hochgehen normal? So. Da steht er jetzt bestimmt. Yes, also Mitarbeiter. Nein, natürlich nicht. Huch, nein. Oh, ich bin. Also ich fasse mir gerade an den Kopf und. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Mmh, lecker, lecker, Schmackofatz. Ich mag Kuchen hier. Ja. Jump. Ja, das Level fand ich eigentlich schon immer doof, weil, ist so. Wie war das eigentlich? Genau so ging das. Huch. So, jetzt können wir auch hier weiter. Nur hier ging das doch gleich. Ach, verdammt. Ja, Moment. Ich muss das jetzt wieder ausprobieren. Ich weiß es echt nicht mehr, wie das geht. Spring dahin. Oh, knapp. Da kann ich da drauf springen. Moment.
Warte. So? Scheiße. Ach, verdammt. Ja, ich bin jetzt drüben. Und jetzt? Ach, scheiße. Verdammt, Dake. Naja, hätte ja klappen können. Also ich muss wahrscheinlich da erst drauf. Warum geht das nicht? Ja, der dreht sich immer so bescheuert. Spring! Verdammt! Scheiße. Ach, verdammt. Also, wenn ich das gerade irgendwie falsch mache, ne, könnt ihr mir das ja sagen. Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich muss ja da scheinbar drauf. Los, stehst! Jawohl. Nein! Verdammt! Schon wieder nicht geschafft! Oh, das gibt's doch nicht! Ich bin scheinbar nicht geeignet dafür. Moment. Ach komm, leck mich doch. Oh, da sah das auf jeden Fall knapp aus. Nein. Verdammt. Naja. Beinahe hätte ich ja getroffen. Beinahe. Ja, Ladedaten. Ich hab's halt nicht drauf. Ich hab's echt nicht drauf. Ja, ich finde das immer bescheuert, weil man kann sich dann nicht drehen. Aber, ja. Ich hab's geschafft. Ich kann mich da aber nicht hinkommen. Aber hier ist wenigstens ein Weg. Was gibt's denn hier? Nix, schade. Oh, da, lauf mal rein. Wow. Alter Schwede. Nein, verdammt. Ja, wie man merkt, ab hier habe ich keine Ahnung mehr. Wo bin ich? Hier zu stehen ist scheinbar eine doofe Idee. Ich wollte, dass sie auf sich gegenseitig schießen. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach. Ah, schade. Wow. Ja.
gegenseitig abballern. Oder ich will die Dame treffen. Das natürlich auch viel einfacher machen, wo die genau hin sind. Da würde ich ja auch treffen. So treffe ich die jetzt, glaube ich, auch. Ja! Und. Wow. Ja, jetzt die nächste Frage. Wie komme ich hier weiter? Was gibt's denn hier? Nichts. Sehr schön. Was passiert, wenn wir hier drauf gehen? Oh, da steht ja noch einer. Den habe ich ja ganz vergessen. Nö, scheinbar nicht. Wie könnten wir denn da hinkommen? Oh, können wir dann nicht da nochmal rein oder so? Ach, was ist das für ein Schwert? Nein! Ach Gott. Hoffentlich sind die Viecher jetzt weg. Ach ja, cool. Wie geht das jetzt? Also da. Da, ne? Und da. Weil draußen fahren die wieder mit irgendwelchen Sirenen durch. Ich mach mal kurz Pause, sonst hört man das in der Aufnahme. So, Auto ist wieder weg. Ja. So, da können wir jetzt wieder weiter zocken. So, wir waren dran. Das muss da rein, um das irgendwie zu schaffen. Aber ich kann da nicht dran springen irgendwie. Also muss es dann Zeit geschehen, Alter. Ach, verdammt. Verdammt. Ah, ja, too slow. Ja, klappen können, aber naja, wie ich das so gedacht habe, klappt das scheinbar nicht so ganz. Ah ja, es hat geklappt. Wunderbar. So. Das Ding steht jetzt zum Glück still. Los, mach hinne! Warum liegt hier eigentlich Blut rum? Ach, das ist bestimmt von mir sogar. Ach. Das macht ja nichts. Ich hab ja noch ein paar Liter. Reicht der Dicke? Ich glaube, wir müssen jetzt da runterspringen. Da schaffen wir es bestimmt nicht. Yep. So, und was gibt's jetzt? Verstehe. Nein, eigentlich nicht.
ich hier denn wenigstens irgendwo ein Portal hin? Ach ja, ich kann. Ach, bin ich bekloppt. Ich bin so deppert. Das war da ausschließlich dann das Orangene, dann geht das vielleicht noch. Jawohl. So. So, Kubus. Was machen wir jetzt? Wo muss ich jetzt lang? Muss ich wieder zurück? Wie komme ich wieder zurück? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich springe jetzt einfach mal zurück. Ist das so richtig? Ach nein, ach Gott, das muss ich bestimmt damit. Komm, lass ich hier. Nein! Stirb nicht! Gewichteter Speicherkubus zerstört. Verdammt. Beim Testapparatschacht von Aperture Science erhalten Sie dann Ersatz. Ach ja, muss ich halt nochmal machen. Scheiß. Ging ja relativ flott. Ah, vielleicht sollte ich demnächst einfach nicht die Dinger da unten reinwerfen oder so. Ist, glaube ich, keine gute Option. So, dahin. Wieder zurück. Dann können wir nämlich die Tür aufmachen mit dem Schalter und dann können wir da hoffentlich flott wieder reinrennen. Raus. Was auch immer. Döpfchen. Den nehmen wir mit. Und packen den da drauf. Oh Gott. Was für eine Geburt, ey. Oh Gott. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt da hinten rausgeschossen. Licht, ich sehe Licht. Es geht scheinbar nach draußen. Ja, was ist da? Oh, cool. Nichts. Och nein, das ist doch doof. Ich mag das doch so gar nicht. So. Blau jetzt ein rotes. Ach verdammt. So, wenn wir uns jetzt hier nämlich drehen, im anderen Portal, dann drehen wir uns im anderen auch. Und dann wird es echt kompliziert. So jetzt. Jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt können wir wieder los schießen. So, und da hoch. Ja, schöne Decke. Jetzt schießt drauf, genau. So, jetzt sind wir. Jetzt nicht mehr drehen, sonst verliere ich die Orientierung. Da wahrscheinlich. Das war schon toll.